Hier Bilder vom Prozess, berichtet er von Prügelorgien, Misshandlungen von Strafregimentern in der Colonia. Wolfgang Müller ins Lager zurückzubringen, schreibt damals die deutsche Botschaft, das wäre Freiheitsberaubung. Eine Einschätzung, die deutsche Diplomaten 10 Jahre später nicht mehr teilen sollten. Durch die Flucht von Wilhelmine Lindemann, die nachweislich mit Drogen und Elektroschocks misshandelt worden ist, wird der Skandal noch verschärft. 20 Jahre später, 1985, wird wieder gegenüber dem Auswärtigen Amt, diesmal nach der Flucht der Eheleute Packmoor, von Folter in der Colonia Dignidad berichtet. Wieder ist von Medikamentenexperimenten und Elektroschocks die Rede. Dieser Bericht wird, genau wie der des 1985 ebenfalls aus der Kolonie entkommenen ehemaligen Predigers Hugo Bahr, vom Auswärtigen Amt als vertraulich gestempelt. Die engen Verbindungen zwischen der Colonia Dignidad und Manuel Contreras, dem brutalen chilenischen Geheimdienstchef, verantwortlich für Tausende von Ermordungen und Attentaten, da ist er, werden amtlich bekannt. 1987, ich telefoniere mit einem ehemaligen Vertrauten des Sektenchefs mit Heinz Kuhn in Chile. Deutschland stand, dass das Fundo unter anderem mit der chilenischen Geheimpolizei zusammenarbeitet und dass dort gefoltert würde. Stimmt das denn? Ich stand damals mitten in der Arbeit drin und mitzusagen war somit die rechte Hand von diesem Untier. Die Folterung war da schon mit dem Bein, aber nicht von Seiten der Chilen, sondern von Seiten von Schäfer. In der Bundesrepublik vermuten Hunderte von Menschen ihre Angehörigen in der Colonia Dignidad. Günter Bonos Eltern und Geschwister werden in Chile festgehalten. Er hat Hilferufe von ihnen erhalten. Ja, weil mein Vater ja 3 Briefe nicht rausgeschmuggelt hat, nicht? Was stand in diesen Briefen? Ja, dass sie gerne wieder zurück möchten und dass sie sehr schlecht behandelt werden. Und dass sie meine Mutter über ein Jahr eingesperrt haben und er durfte nur ein paar Mal unter Aufsicht sprechen. Und sie wird total abgemagert. Sie möchten unbedingt wieder nach Deutschland zurück. Schaut doch, ob ihr uns auf irgendeine Weise hier herausbekommen könnt. Dieses Foto der Koloniebewohnerin Ursel Schwöll ist das einzige Lebenszeichen für ihre in Deutschland lebende Schwester. Die glaubt inzwischen, ihre Schwester würde das Lager auch freiwillig nicht mehr verlassen. Weil sie mit Sicherheit nicht mehr in der Lage ist, oder ich würde sagen, man hat ihr die Fähigkeit genommen, ihren eigenen Willen durchzusetzen. Vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen, vielleicht ist sie gar nicht mehr, ist sie zu solch einem starken Willen nicht mehr fähig. Ich glaube einfach, dass man die Legerechte entführen müsste. Nur Fotos sind Maria Bark von ihrer Tochter. Da ist der Herr Mauck. Die ist heute mit dem Leibwächter von Paul Schäfer verheiratet. Frau Bark, haben Sie denn schon was gehört von der Gitta? Nein. Kein Brief bekommen? Kein Brief bekommen. Schon lange nicht. Schon wochenlang nicht. Ich kann nicht mehr sagen. Wir waren aber schon auf offener Mitgliedschaft inzwischen. Jetzt schon ein Einschreibebrief und 4 Briefe. Ja, also mindestens 4 Briefe geschrieben. Jetzt hatte ich wieder einen. Der müsste jetzt ankommen. Und eine Einschreibebrief auch keine Antwort. Deshalb antwortet Ihre Tochter denn nicht? Ja, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Verzweifelte und hilflose Angehörige in der Bundesrepublik. Horrorberichte über Folterungen und Geheimdienstaktivitäten. 1987, dann meine erste Reise nach Chile, Santiago. Ich frage den Anwalt der Gefangenenhilfsorganisation Amnesty International in Chile, Maximo Pacheco. Kann man denn einfach so zur Colonia Dignidad hinfahren? Ist es denn gefährlich? Ich würde es Ihnen nicht empfehlen, dorthin zu fahren. Ich glaube nicht, dass Sie bis zur Colonia Dignidad gelangen werden. Sehr viele Personen haben schon oft Versuche unternommen, zur Colonia Dignidad zu fahren. Auch deutsche Diplomaten haben es in jüngster Zeit immer wieder versucht. Und sie sind auch nicht in die Kolonie gekommen. Wenn also ihnen der Zutritt zum Lager möglich wäre, dann kann das wohl nur bedeuten, dass sie vielleicht über besondere Beziehungen zur Kolonie verfügen, vielleicht einen besonderen Einfluss haben. Auf den Schottern sind wir gelaufen. Ich unternehme einen Versuch.
Schon 40 Kilometer vom Lager entfernt, so ist in Fluchtberichten zu lesen, kann jede Bewegung von der Colonia Dignidad aus registriert werden. Eine Stunde Fahrt auf einer Schotterpiste, immer Richtung Anden. Da plötzlich zeigen sich die ersten Zäune. Also doch, es stimmt. Stacheldraht um das gesamte Gelände. Kilometer lang. Und die ersten Häuser. Sauber und ordentlich. Idyllisch ist die Landschaft. Der Schweinestall, ein Teich mit Schwänen, eine der zwei Schulen. Alles selber mit aufgebaut. Selbst den Zaun habe ich beanstandet, weil er gesagt hat, wegen den Viechern und Tieren. Der Weg ist öffentlich. Später erst wird mir aber klar, dass das Auto von der Kolonie zur Erkundung losgeschickt wurde. Ungebetene Besucher wie ich werden schnell registriert. Es stand ja alles unter Bewachung. Arbeiter mit weißen Helmen verlassen die Gebäude. Sie laufen weg. Ja, aber es muss an die Öffentlichkeit nochmal und nochmal. Denn die Leute werden ja nicht wach, die Regierung, was getrieben worden ist und was sie gemacht haben. Diese Schule, offiziell Bayerische Schule genannt, gehört zur mildtätigen Fassade der Kolonie. Sie liegt noch außerhalb des wirklichen Lagers. Zurück heißt es für die Kinder, weg, weg von dem Fremden. Das ist verboten hier. Verboten, rufen die Kinder, als sie die Videokamera bemerken. Guckt euch die Zäune an, die sind umgekehrt, dass wir nicht raus können, als dass Tiere rein können. Aber wer merkt das ja? Das muss an den Heinis, konnte man das nicht einbläuen, aber wir haben alles geglaubt. In der Kolonie behandelt. Diesen einzigen Tag, an dem die Kolonie, wenn auch nur eingeschränkt, etwas geöffnet ist, nutze ich. Ein Schild vor Stadt Bayern als erstes, das Empfangshaus, ein rotes Kreuz, verspiegelte Scheiben, Türen ohne Klinken. Und kaum bin ich in der Kolonie, ist es auch schon aus mit den Filmaufnahmen.